das. Ich bin schon die ganze Zeit am Vorbereiten. Kai lebt normalerweise in Portugal, ist ja als Aussteiger in die Ferne gezogen. Und wenn er mal hier ist, dann ist er auch hier auf der Mahnwache. Bitte, Kai. Hallo, da ich Aussteiger bin, das passt nicht ganz. Ich würde mich eher als Umsteiger bezeichnen, weil ich, wenn ich mir das System genau angucke, eigentlich keinen Weg sehe, wirklich auszusteigen. Also der einzige Weg, um wirklich auszusteigen, ist für mich in den Urwald zu gehen. Wenn ich dann wirklich aussteige, keine Waffen mitnehmen, dann würde ich mir maximal 3 Monate Überlebenschance geben. Deshalb, ich bin kein Aussteiger, ich versuche umzusteigen. Was das bedeutet, heißt für uns einfach, wir haben ein Stück Land gekauft, natürlich ohne Bankkredit. Das sind 3,1 Hektar, wir haben 2 kleine Häuschen. Wir haben mittlerweile eine kleine Solaranlage für ungefähr 1000 Watt. Dadurch müssen wir halt immer kleine Maschinen nehmen, also nichts darf über die 1000 Watt gehen. Wir arbeiten eben nur, wenn Sonne scheint mit Maschinen. Die andere Zeit haben wir zwar Akkus, aber da können wir eigentlich maximal das Licht damit betreiben. Eigentlich hatte ich mir hier so einen kleinen Plan gemacht, was ich so alles sagen will. Vorher hatte ich auch mal das halbe Heft voll geschrieben, aber irgendwie, ja, das hat nicht gepasst. Jetzt habe ich mir so ein paar Stichpunkte gemacht und wollte eigentlich sagen, warum ich hier bin. Ich habe die Mahnwache mitgekriegt, übers Internet natürlich, da ich in Portugal wohne, fand die Idee gut und dachte mir, wenn ich irgendwann mal in der Nähe bin, gehe ich auf jeden Fall auf eine Mahnwache und ja, werde auch irgendwas reden. Was genau dabei rauskommt, weiß ich nicht, auch obwohl ich einen Plan in der Hand habe. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich, seit ich umgestiegen bin, das eigentlich genauso handhabe. Der Plan war zwar irgendwie immer da, aber am Ende kam doch meistens was anderes dabei raus. Vor ungefähr 12 Jahren bin ich nach Teneriffa ausgewandert. Die Idee war eigentlich, was heißt, es war keine Idee, ich bin als Krankenpfleger zu einer Privatpflege in eine sehr reiche Familie gekommen und durfte da das erste Mal erleben, was Luxusprobleme sind. Also sie hatten Millionen, bin ich mir ziemlich sicher, ohne es genau zu wissen, und sie haben sich halt vor der betreuten Person ums Erbe gestritten. Das waren so hauptsächlich ihre Probleme, so wie ich das als nebenstehende Person auffassen konnte. Das ist natürlich nicht gut gegangen, da die Person sehr vereinnahmt war. Sie hat mich zum Beispiel als Besitz bezeichnet. Du bist mein Besitz und hast zu machen, was ich sage, war es eine Standardausgabe. Ich musste mich nach 1,5 Jahr befreien. Ich war fertig, ich habe geheult, ich konnte nicht mehr weiter. Ich habe gesagt, okay, entweder höre ich auf oder wir kriegen einen Vertrag, bei dem alles geregelt ist, wo jede Minute, die ich arbeite, drinsteht, und das machen wir so. Das haben wir dann auch gemacht, da die Kinder froh waren, dass jemand da war, der sich um den Papa kümmert. Ja, das Ende des Lieds, ich wurde rausgeschmissen, weil dann ich sagte, ich habe einen Vertrag, daran halten wir uns. Das ging dann 10 Monate gut. Dann hatte ich eine Beziehung, Kind, Ärger, okay, nicht so wichtig. Also zumindest nicht für euch, für mich ja, möchte ich aber hier nicht ausbreiten. Und dann kam ich auf die Idee, okay, kapitalistische Idee, ich mache eine Vermietung an Urlaubsgäste. Das sollte alles billig sein, dass die Leute sich das leisten können. Dadurch ging es eben in die Richtung WG. Der erste Gast blieb dann auch schon gleich mal 3 Monate, und so gingen die Jahre ins Land, 5 Jahre insgesamt. Ich habe mit 150 verschiedenen Leuten zusammen gewohnt und immer sehr interessante Kontakte gehabt. Diese Kontakte haben dann dazu geführt, dass ich mich mit dem ein oder anderen Thema auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel habe ich mich mit Earthlings beschäftigt, habe den Film komplett geguckt. Ich habe daraufhin meinen Fleischkonsum sehr stark reduziert. Also ich habe vorher bis zu 3-mal täglich Fleisch oder Wurst gegessen. Heute halte ich das ungefähr mit 1 Woche. Was ich bei diesem Thema interessant fand, war die Person, die mich zu Earthling gebracht hat. Mit der habe ich keinen Kontakt mehr, weil ich mir den Film angeguckt habe und natürlich gar nichts verstanden habe, weil ich immer noch 1-mal die Woche Fleisch esse. Das finde ich sehr schade, aber so ist das. Mir hat sehr viel gebracht.
Auch über die WG bin ich das erste Mal mit dem Geld in Kontakt gekommen, über die Information an ein Video, das ich und meine Lebensgefährtin mir angeguckt habe. Vorher hatten wir noch geguckt, okay, wir kaufen was mit Kreditbank. Ja, das ist dann auch ausgefallen. Wir haben keinen Kredit gemacht, da dieses Banksystem nicht gut für uns ist, für uns alle. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben dann uns weiter informiert, wir sind über die Mahnwache gestolpert, haben da mehrere Vorträge, ich habe mich informiert über das ein oder andere Thema und für uns ist klar, wir wollen raus aus der Miete und wir möchten ins Eigentum. Dann haben wir angefangen zu suchen, wir waren eigentlich immer flexibel, zuerst wollten wir auf Teneriffa, zu teuer, dann haben wir angefangen Spanien zu suchen, dann waren wir Italien uns was angucken und am Ende sind wir nach Portugal gegangen und haben uns dort jetzt ein 3,1 Hektar großes Grundstück gekauft. Wir haben unser eigenes Wasser, eigener Strom und leben eigentlich ziemlich autark. Wir brauchen kaum Geld. Wir haben unseren Lebensstil so weit runter reduziert, dass wir eigentlich mit 700 Euro im Monat auskommen. Wir sind zwei Erwachsene und zwei Kinder. Und ich glaube, das ist meines Erachtens nach eine wichtige Sache für alle, die dieses System kritisieren, denn jeder, der einen Euro ausgibt, unterstützt das System, egal wofür er es ausgibt. Man kann natürlich auch mit der Art des Konsums wählen, wen man direkt unterstützt, was für Marken man kauft, aber trotzdem unterstützt man das System. Hier wird viel Systemkritik gemacht, jeder Euro, der irgendwo über den Tisch geht, unterstützt das System. Und die Frage ist halt für mich, wer ist bereit, sein Leben zu verändern? Wer kann sein Leben zu verändern? Wer ist bereit, nur 1% von seinem Konsumverhalten so zu ändern, dass etwas übrig bleibt? Das, was übrig bleibt, wo ich sagen kann, entweder ich arbeite weniger oder ich gebe dieses Geld zu einem guten Zweck ab. Oder zu sagen, okay, ich lebe in Miete, ich unterstütze da praktisch jemanden, der so viel Geld hat für eine Wohnung zu bezahlen, damit der praktisch ohne Arbeit Geld verdient. Klar, der kriegt 500 Euro im Monat, bekommt dadurch ja, in 5 Jahren 30.000 Euro von mir. Natürlich kommen die Haltungskosten des Hauses, kann man davon abziehen. Es muss mal renoviert werden, es muss irgendwas gemacht werden, aber dann kriegt er immer noch 15.000 Euro von mir, mindestens. Und da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht mehr, wir haben ein bisschen Geld. Und wo kann ich hingehen, wo ich ohne Miete leben kann? Und wir hatten halt die Flexibilität zu sagen, okay, wir gehen nach Portugal. Da sind die Preise ziemlich niedrig. Und wir haben noch was gefunden. War ein bisschen abenteuerlich, aber es hat sich gelohnt. Wir haben alles abgebrochen, wir haben alles verkauft, ohne irgendwas zu haben. Wir haben zwei Autos vollgepackt mit unserem restlichen Hab und Gut, 4 Kubikmeter Sachen und sind dann losgetigert nach Portugal, haben einen Bauernhof betreut und haben von dort aus was gesucht. Und jeder, der ein bisschen Geld hat, kann das im Endeffekt machen, aber ihr müsst auf irgendetwas verzichten. Ihr müsst lernen, loszulassen von diesem ganzen Kapitalismus, von dem großen Konsum, den wir hier in Deutschland alle leben. Das ist schlecht für die Welt, das ist auch schlecht für uns. Ich denke, alles, was auf der Erde passiert, jeder von uns ist ein Teil davon. Wir sind 8 Milliarden Menschen und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Egal, was ihr tut. Auch wenn ihr denkt, ah, ich mache nichts oder ich kann nichts machen, ihr macht trotzdem was. Es ist, ja, es ist sehr wenig. Es ist ein 8 Milliardstel Teilchen, das ihr zu dem, was passiert, dazu trägt. Aber wir müssen lernen, das zu ändern. Dieses eine Teilchen. Ich kann nicht mehr machen, wie dieses eine Teilchen für mich zu verändern und kann dann in die Welt gehen und sagen, hey, ich ändere das aus Grund A, B, C oder D. Das ist, was ich tun kann und mehr nicht. Und es braucht eben Leute, die den Mut auch haben, ihr Leben zu verändern, etwas anders zu machen. Okay, das war's, danke.